erstmal für mich und vielleicht für meine Hausgemeinschaft. Aha. Als Symbol für unser Wohnhaus, wo 40 Parteien drin wohnen. Wo wohnen Sie? Was ist das für eine Domachtpark, Genossenschaftswohnung. Er ist der Holzbildhauer. Bei ihm habe ich das gelernt. Hallo. Hallo. Wir machen seit Jahren schon Mittwochabend Holzbildhauerkunde hier. Und entstehen solche Sachen oder kleinere Themen sind frei. Also jeder macht im Rahmen des Materialangebots etwas und ich selbstverständlich als bildender Künstler leite. Okay. Es ist für Erwachsene gedacht, aber ab 15 Jahren wären schon imstande, das durchzuführen. Machen Sie das regelmäßig als Kurs oder sind Sie ein Papa jetzt? Der ein Papa, der jetzt gerade. Ah ja, okay. Der auch Spaß dran gefunden hat. Ja, genau. Ein Kreisel mit Farben. Erzähl mir doch mal kurz, was ihr macht. Wir basteln hier aus Beton alles Mögliche, worauf man Lust hat. Jeder nimmt sich so einen Block, malt sich dann irgendwie sein gewünschtes Objekt drauf. Es wird dann zugesägt und zugefeilt. Und das Material ist eben ganz weich und kann man richtig gut bearbeiten. Ich habe auch was gebastelt. Also jeder hat da Spaß dran, glaube ich. Seit 18 Jahren. Aber das ist leider nicht richtig ausgenutzt. Die Werkstatt ist ein Geheimtipp. Also da kann man so viele Sachen kreieren, also schaffen. Und es ist ganz zentral. Also es ist die ganze Umgebung von Glockenbach-Werkstatt ist einfach eine Oase mitten in München. Vielleicht ist das tatsächlich so, man sollte mehr Werbung machen. Ja. Das hier ist auch von dem Bildhauerkurs. Das ist April, Juni. Bildhauerkurs und da drin gestartet für Holz. Das ist nicht so wie in einer normalen Fahrradwerkstatt, man kommt und wirft Geld auf den Tisch und macht mal, sondern macht du selber im Prinzip. Genau, ne? Man kommt, wirft Geld auf den Tisch und kriegt beigebracht, wie es geht. Grundsätzlich machen wir es auch für lau, wenn es denn sein muss, aber wir kaufen halt von dem Geld, das gespendet wird, Werkzeuge, neue Ständer und sowas. Ja. Ein Termin pro Monat haben wir halt, wo wir dann auch selber schrauben, wo wir aufräumen, wo wir Fahrräder, die wir gespendet kriegen, die Leute irgendwie als nicht mehr brauchbar deklariert haben, irgendwie zerlegen und Ersatzteile ausschlachten zu können. Im Gegensatz zu BMW, die Monaco, die eben die Dinger dann an Geflüchtete spenden oder die eben auch die Dinger für relativ günstig Geld verkaufen, schlachten wir die Teile tatsächlich nur für Ersatzteile aus und schauen halt, dass wir andere Fahrräder damit reparieren können. Genau, kannst du auch. Das ist der Vorteil, dass du quasi wieder mehr Nachstellpotenzial hast. Nicht ganz reindrehen, damit du in die andere Richtung auch nochmal weg kannst. Sie sind jetzt zum ersten Mal hier und probieren es mal aus, oder? Mit den Kindern. Mit den Kindern. Die Kinder basteln schön. Und da habe ich gesagt, jetzt gucke ich mal eben kurz mein Fahrrad an. Ich stelle mir ein paar dumme Fragen an das Team. Wussten Sie vorher schon davon? Ja, wahrscheinlich, ne? Immer wieder vorbeigefahren, aber noch nie da gewesen. Okay. Hast du schon was gelernt? Also. Fahrräder nicht, aber? Zeig's mal her. Aber? In meiner Freizeit schraube ich präferiert an Fahrrädern. Deswegen passt das ganz gut. Und ich finde, dass jedes Fahrrad mehr, das auf diesen Straßen unterwegs ist, eine Bereicherung ist. Und das ist im Prinzip so die Idee dahinter. Und dass es eben nicht exklusiv wird. Also wenn du kein Geld hast, irgendwie dir ein Fahrrad reparieren zu können, dann machst du es eben selbst. Und das ist im Prinzip so die Motivation, die wir alle haben. Also eben im Prinzip eben dafür zu sorgen, dass man Fahrrad fahren kann, wenn man möchte, unabhängig davon, wie man eben finanziell ausgestattet ist. Für einen Haufen Leute sind 50, 80, 100 Euro für ein anständiges Fahrrad auch viel Geld, gerade wenn man eben kein geregeltes Einkommen hat.
Und da kann man bei uns halt dann schon dafür sorgen, dass man eben mobil bleibt oder mobil wird, je nachdem. Es gibt immer wieder die Fälle, dass eben Leute sich für relativ viel Geld alte, schöne Rahmen und Ersatzteile kaufen und die dann hier zusammenbauen, weil wir eben das Werkzeug zur Verfügung stellen, das notwendig ist, um das tun zu können. Aber das ist in der Regel, also da haben wir keine Schwierigkeiten damit, weil die Leute dann eben genauso herkommen, die brauchen auch eben unsere Hilfe und spenden eben auch. Und von daher ist das gut. Also bei uns steht natürlich im Vordergrund, dass man im Prinzip das Wissen vermittelt. Irgendwo in unserer gesammelten Utopie ist natürlich auch die Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern, sonst würden wir nicht Fahrrad fahren, wenn ich ein Fahrrad entschraube. Wie ist denn die Entwicklung allgemein da in München? Gibt es da mehr Aktivismus mittlerweile? Ich meine, der Radentscheid läuft. Ich glaube, man ist da auf ganz gutem Wege mittlerweile. Persönlich finde ich, dass München halt eine relativ schlechte Fahrradinfrastruktur hat. Aber das Interesse am Fahrrad generell nimmt zu. Ich glaube, es gibt in München sehr, sehr viele Leute, die nicht Fahrrad fahren, auch wenn sie es gerne wollten, weil eben das Klima auf den Radwegen so aggressiv ist, weil die Radwege so schmal sind. Ich meine, ich weiß nicht, man kann ja irgendwie so am Feierabend rum die Leopoldstraße hochfahren. Das ist eine Zumutung und das wird viele davon abhalten, gerade irgendwie junge Leute, alte Leute, Menschen, die nicht regelmäßig irgendwie sportlich Fahrrad fahren. Und da sollte die Stadt irgendwie aktiv werden und auf diese Leute zugehen und nicht darauf warten, dass sie auf die Straßen gehen.